Moin meine geilen Schnittchen, herzlich willkommen zu einer neuen Spielshow und zwar die Gibt's in Gießen nicht Spielshow. Wie selbstreferenziell wollt ihr sein bei Pizza? Ja. Oh mein Gott. Lucylicious hat die vorbereitet. Erstmal vielen, vielen Dank dafür. Er hatte die Idee auch dazu. Der ist aufgefallen, während sie ein 50... Ich lese einfach vor. Hallo Jungs, während ich mich für das 50-Fragen-Video nochmal durch alle Pizza mit Kocht-Videos geklickt habe, wurde mir eine Sache wirklich immer mehr bewusst. In Gießen gibt es tatsächlich nichts. In Klammern oder Jared einfach keinen Bock drauf. Da dachte ich mir, wieso also dazu nicht auch ein kleines Quiz machen? Die in Gießen gibt's es nichts Show, beziehungsweise in Gießen gibt's nichts Show. Gibt's in Gießen nicht Show, so haben wir es genannt. Gibt's in Gießen nicht Show oder so. Hierbei brauchen wir natürlich den lieben Jay als Moderator und das funktioniert wie folgt. Ich habe quasi, Zutaten halt ausgetauscht und ihr müsst buzzern, welche Zutat es war. Ja, ich lasse auch viel durchgehen, aber es geht halt nicht immer hundertprozentig. Ich versuche es zu machen. 5 Punkte bei einer richtigen Antwort, bei einer falschen gegen alle anderen einen Punkt. Und wir fangen einfach direkt an. 15 ja. Stück gibt's. Okay. Was benutzt Jay für Pinkelwurst? Peter. Bratwurst. Okay. Das war belastend. Das ist richtig. Ich habe damals eine Bratwurst benutzt. Das war das Grünkohlrezept. Genau. Ja. Das hätte ich nämlich auch irgendwann mal gesagt. Frage Nummer 2. Was benutzt Jay für Maronen? Peter. Champignons. Haben wir mal Maronen gemacht? Ja, haben wir mal. Ich weiß auch schon, wo sind. Sind nicht drin. Kastanien? Aber Champignons ist es nicht. Ach, yo, ich erinnere mich, die waren so eingelegt in so einem Tütending. Ich hab mich gerade, ja. Erdnüsse. Ja, was geht mit Peter, ey? Ja, muss ja mal ein bisschen reinbuzzern, Junge. Erdnüsse ist falsch. Okay. Haselnüsse. Das ist falsch. Walnüsse. Das ist falsch. Hey, scheiße, ich bin aus dem Raum rausgegangen. Verdammt. Warte, schnell, ich bin drücken. Ich wegdrücke. Jetzt. Ich weiß nicht, ob er geht. Du lässt die Gans weg. Wait, gibt es echt so einen Trickkram, dass du einfach nichts nimmst? Ah, weiß ich nicht. Aber das nein, das gibt es kein Mal. Ich lasse das aber, ich lasse das zurückgehen. Okay. Aber das gibt es kein Mal. Ich habe immer was anderes genommen. Okay. Das war damals der, wir haben so ein Schweine-Ding eingerollt, das war so ein Rollbraten, glaube ich. So Lachs, glaube ich, Schweinelachs, wo man was das kann quasi man denn statt Maronen benutzen? Rollen Fuck, musste und ich habe da keine Maronen im Supermarkt gefunden, sondern ein anderes, Pendant, was ich mir rausgesucht habe. Maronen. Aber die waren so komisch eingelegt. Das habe ich, glaube ich, sogar noch hier. Mhm. War aber auch gar nicht. Also der Satz ist mir gar nicht so schlecht gelungen. Also ist mir gelungen, würde ich sagen. Das kann man machen. Mandeln. Nein. Oh, Nüsse würde schon Sinn ergeben, aber wir haben die meisten Nüsse jetzt durch. Aber jetzt durch. Ja. Aber muss ja auch ein bisschen weicher sein. Oh, warte. Pekannüsse. Nein. Ich sage euch schon mal, es sind keine Nüsse. Oh. Macadamia. Nein, ich habe zwei gegeben. Macadamia, Gemüse. Alles gut, alles gut, alles gut. Du hast das immer noch, das heißt, du kannst jetzt nicht einfach eine frische Paprika oder so genommen haben. Fuck, Alter. Ja, vielleicht habe ich es auch schon mittlerweile entsorgt oder sowas, weil ich es nicht mehr benutzt habe seitdem. Ich stehe am Schlauch, leider. 5, 4, 3, ich habe echt gar keine Ahnung. 1, vorbei. Es war Kastaniencreme. Oh mein Gott. Creme, so natürlich. Oh, einfach, okay. Den ich halt benutzt habe, statt den Maronen. Daran, deswegen, das wusste ich nicht mehr. Es war halt ähnlich, aber ja, habe ich quasi so beschmiert damals das Fleisch damit. Aber die Champignons waren da auch drin, glaube ich. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass da Champignons zwischen waren. Was benutzt Jay für, ich habe keine Ahnung, welches Rezept das war, aber Halloumi. Schweinefleisch. Was ist denn Halloumi? Schweinefleisch, ach so. Das ist falsch. Feta. Oh, das war gut. Oh, Feta ist gut. Feta war sehr ist korrekt. Gut. Ich habe keine Ahnung mehr.
in welchem Rezept wir Halloumi hätten nutzen müssen. Wir wissen teilweise nicht mal, ob wir die Rezepte schon mal gemacht haben. So Zutaten. Haben wir schon mal Kastanien benutzt? Aber hier kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Was benutzt Jay für Sushi-Reis? Normalen Reis. Was ist denn normaler Nein. Reis? Schade. Moment. Da würde ich schon natürlich, ja? Jasmin-Reis. Nein. Basmati-Reis. Nein. Langkorn-Reis. Nein. Aber da ein... Wildreis. Nein. Die Frage ist, war es Reis? Ja, die Frage ist, war es Reis, aber ich gehe jetzt erstmal von aus. Onkel Bens Tütenreis. Das ist so ein Wildreis. Das dürfte wahrscheinlich keine Ahnung, aber das, sein. Das ist zumindest dann spezifisch, weißt du. Wie heißt also, der nochmal? Juvic-Reis oder da? Juvic, der rote. Ja. Nein. Also, das war halt damals, wir haben Sushi gemacht und ich habe auch Reis benutzt. Nur welchen? Okay. Was gibt es denn noch? Was gibt es denn noch von Reis? Also es gibt wahrscheinlich noch 1000 Reissorten. Ihr habt doch alles genannt jetzt schon. Aber da Reis halt nicht so geil ist wie Nudeln oder Kartoffeln, weiß ich das leider nicht. Ja, verständlich. Christian. Ich habe tatsächlich auch damals gegoogelt, was denn der beste Ersatz dafür wäre. Und den habe ich dann gekauft. Und dann wurde ich dafür belächelt und ausgelacht. Mal wieder. Christian. Milchreis. Das gibt's Scheiße. Nicht! Das gibt's nicht! Oh mein Gott! Es ist Milchreis! Oh mein Gott! Es gibt halt extra. Milchreis ist Reis, der halt auch mehr zusammenpappt, wie halt Sushi-Reis. Aber es ist natürlich ohne Milch angerührt, sondern halt nicht mit Milch, sondern einfach ganz normal gekochter Milchreis. Holy shit, okay, nice one. Ja, aber ich merke, das funktioniert ganz gut mit dem Buzzern. 17 Punkte Chris, 15 Punkte Peter, 11 Punkte Bram, ihr ballert. Was benutzt Jay für Staudensellerie? Peter. Scheiße, ich hab's vergessen. Scheiße, was? Sehr eklig. Sellerie. Statt Staudensellerie benutze ich Sellerie. Ja. Ja, nee. Schade. Ja, nee. Ach, also, das da waren Frühlingszwiebeln. Stimmt, hätte ich auch gesagt. Nee. Wie nee? Scheiße. Porree. So eine Porree-Stange. Kennst du doch. Okay, warte mal. Nicht mehr drücken. So, Bram hatte gerade das gesagt. Das heißt, die anderen bekommen Punkt. Peter hatte Sellerie gesagt, da haben die anderen Punkt gegeben. Ich mach das zurück. Es war Knollensellerie. Und bevor er jetzt gar nicht mehr da reinkommt, weil Sellerie halt, ne? Dann da lasse ich Peter die 5 Punkte, dass er Sellerie gelandet hat. Bevor wir jetzt hier, ne? Für mich ist Sellerie auch das, was du meintest, Peter. Das heißt ja, für mich mir ist nur der Name nicht mehr eingefallen von dem anderen Sellerie. Alles gut. Ja, ist ja egal, gut. Du kannst ihn auch beschreiben. Also, ja, für mich ist ja auch Sellerie immer Knollensellerie gewesen. Und ich habe auch Bratwurst durchgehen lassen, wo ich grobe Bratwurst stehen hatte. Also. Oh, boah, Peter, wenn wir die Punkte wieder in den Arsch geschoben Ja. Also, deswegen müsste das jetzt allerdings auch mit den Punkten passen wieder. Grobe Bratwurst. Ja, schade, Peter. Für mich hier unrecht behandelt. Das ist wie bei Bumblebee und ich habe wirklich damals gedacht, es gibt nur Sellerie, ist halt Knollensellerie. Ja, daran kann ich mich erinnern. Dass es Knollensellerie gibt, ja. Ich kann mich auch daran erinnern. Frage 6. Was benutzt Jay für, ich kann keine Ahnung, welches Rezept das war, aber Tomaten? Oh nein! Vielleicht kann ich es mir Paprika. Wieder Scheiß, das ist richtig! Alter. So smart, Peter. Das wusste ich auch noch, weil du keine Tomaten magst, aber Paprika haben dieselbe Farbe. Möglicherweise hast du da recht. Ah, oh, Chili, Asch und Zwirn, ey. Was benutzt Jay für Wagyu-Steak? Entrecote. Entrecote ist es nicht. War es nicht einfach ein normales Rumpsteak? Ein einfaches Rumpsteak.
Korrekt. Okay, nice. Okay. Immerhin kriegt die gleiche Bevorzugung hier wie Peter, ja? Ja, also wenn du sagst, ein normales Rumpsteak, nee, das falsch. Ich möchte einfaches Rumpsteak. Ja, aber Rumpsteak ist ja okay. Ich hätte jetzt noch sowas. Rumpsteak hätte mir auch gereicht. Aber Entrecot war halt dann, ne? Also, ja, das ist was anderes. Also, Ribeye ist ja auch nochmal. Also, bei Steak hättet ihr mich schon wieder in Spitzen gebracht. Muss ich sagen. Ja, gut, aber dann dachte ich mir, wenn du sagst, statt einem Wagyu-Steak, was hast du benutzt? Steak. Ja. Ja, genau. Hey, ja, bei Sellerie hat das funktioniert, ja? Ja, da gibt es ja auch nur zwei. Ja, natürlich, was? Peter. Also, ey, ich hätte Steak beim nächsten Mal sag ich Gemüse. Ich hab mir das schon. Ich lasse. Das geht mir zu weit jetzt hier. Lass uns jetzt, Lidio, müssen wir stritten. Das war damals dieses Wagyu-Steak mit dem komischen Kürbis-Kartoffelpüree oder sowas, glaube ich. Das war so geil, dieses Wagyu. Oh Gott. Ja. Nicht gegessen. Ich bin kein Freund vom Wagyu-Steak, muss ich ehrlich sagen. Beim zweiten Mal war das nicht so geil, weil das irgendwie scheiß verarbeitet worden ist. Ey, Jay, ich fühle dich da, ne? Ich bin auch einer der wenigen, dessen Sternekoch für einen Wagyu macht und ich sag, krieg nur 5 von 10. Ja, ich will halt, kauen. Und mich ja, einfach ich hatte essen. Jetzt am Wochenende haben wir auch Wagyu-Steak gehabt, auch hier aus München, allerdings ein Tafelspitz. Und davon haben wir uns Steakscheiben abgeschnitten. Das war so geil. Da musstest du auch kauen. Aber fandst du das in Japan nicht total geil? In Japan fand ich das super geil, aber da weiß ich halt nicht, also ich bin da ja nicht so geschult. Ich weiß nicht, welcher Teil das war und so weiter. Und vor allen Dingen, das war so in ganz dünne Scheiben geschnitten und wurde dann halt immer nur so von der Flamme kurz so durchgewunken. Und du hast halt nicht so ein Riesenstück. Naja. Okay. Frage Nummer 8. Was benutzt Jay für Shiitake-Pilze? Deiner Fuck! Champignons. Nein. Fuck! What the fuck, Alter? Was? Pfifferlinge. Nein. Komm, jetzt lass mich auf. Jetzt aber. Ah, das kann ja nicht wahr sein! Steinpilze. Vielleicht sollte ich Christian noch ein bisschen häufiger klicken lassen. Nein. Ja. Alter, leck mich. Oh, geht doch. Austernpilze. Korrekt. Nein. Ah, fuck. Schade. Austernpilze. Das war vor gar nicht allzu langer Zeit, die Austernpilze tatsächlich. Das war, boah, fuck, was war denn das? Das natürlich war das findet mit man dem, keine Shiitake-Pilze, aber Austernpilze. Mit dem Chinakohl. Doch, die hatten tatsächlich da Shiitake-Pilze, aber nur noch eine Packung und die sahen halt nicht mehr so lecker aus. Da dachte ich mir, die wollte ich dann nicht mitnehmen. Also das gab's in Gießen, hat aber Jack keinen Bock drauf gehabt. Ja, so wie bei 90% der Fälle. Das stimmt überhaupt nicht. So, jetzt auch schön hier. Was benutzt Jay für Gänsekeule? Ja, dann Hähnchenkeule. Wow. Schade. Korrekt. Was benutzt Jay für Koriander/Kreuzkümmel? Das ist schon wieder Kräuter der Provence. Nein. Was? Scheiße! Da bin ich voll von ausgegangen. Ich muss sagen, mittlerweile bin ich ja wirklich auch wieder so. Ich benutze Koriander und Kreuzkümmel wirklich sehr gerne mittlerweile. Aber zu Beginn von Pizza Mikro. Uiuiui, eine Entwicklung. Naja, eine Entwicklung. Christian. Rosmarin. Nein. Das ist super. Thymian. Nein. Petersilie. Nein. Schade. Hä, statt Koriander und Kreuzkümmel? Paprikagewürz. Nein. Ich sag mal so, da habe ich mir schon was sehr Außergewöhnliches statt, also wenn man bedenkt, ich mach Koriander. Was hast du noch? Koriander und Kreuzkümmel oder was? Genau, ja. Geben Sie statt einer Prise Koriander Kreuzkümmel dazu, habe ich mir schon was sehr Abenteuerliches einfallen lassen, sage ich mal. Also, wo ich nicht direkt sagen würde, Alter, das ist halt Paprikagewürz. Oder Salz. Bravo. Kümmel. Nein. Basilikum. Nein. Oregano. Nein. Ich glaube, nicht mal ein Gewürz. Also man kann das auch zum Würzen Knoblauch. Nutzen. Nein. Oh, smart. Aber es wird schon, es geht in die bessere Richtung. Also in eine bessere Richtung. Zwiebeln. Nein. Hä? Okay, Frühlingszwiebel. Nein. Okay. Ich meinte jetzt nicht direkt ein Pendant zu Knoblauch. Ja, sondern halt, ja. Tori! Nein.
Er hat gesagt, man kann das auch als Gewürz benutzen. Also, okay. Ich sag mal so, ja, das kann man als, also dann, ja, definitiv. Also, ich würde das zum, ich würde sagen, das zählt als Gewürz. Ingwer. Also, ja. Man benutzt den Ingwer nicht als Gewürz. Ich glaube tatsächlich allerdings nicht, dass ich das in einer Gewürzabteilung unter den Gewürzen getrocknet finden kann. Ah. Glaube ich nicht. Oh, doch, vielleicht schon. Aber nur dann nicht in der Form, wie ich sie benutzt habe. What? Was ist das denn? Ist das What? Abstrakt gesprochen. Okay. Ich bin lost, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Kann ich verstehen? Wie viel Butter? Ich habe jetzt, ungefähr 20 Mal nice. Geklickt oder so. Also das ja, reicht jetzt. Das halt okay, 5, 4, 3, 2, 1. Ich habe benutzt der Koriander und Kreuzkümmel Senf. Oh, lol! Oh mein Gott, da wäre ich 100 Jahre nicht drauf gekommen. Okay. Okay, ist auch, kann man als Gewürz benutzen, ja. Unstrittig, aber. Okay. Wir haben für ein anderes Rezept nochmal was benutzt. Oh shit. Aber. Hi Bram. Ja, guck mal, Bram ist jetzt auch da. Ja. Also, wie gesagt, bedenkt, dass ich nicht nochmal dieselbe Antwort hören möchte. Ja, schon mal im Hintergrund für euch, für die Frage, die jetzt kommt. Was benutzt Jay für vorgekochte Maronen? Champignons. Nein. Scheiße, jetzt kann ich alles noch das mal probieren. War, von wann war das? Das war nicht dieser. Nee, das war nicht der Lachs. Wann haben wir den mal vorgekochte Maronen nochmal gebraucht? Ja, dann war das diese eingelegte die, Sache, die du meintest. Ja, genau. Dann war das. Da habe ich was anderes für benutzt. Was war hast denn du nicht das? Dann noch mal? Noch mal, da hast du nicht dann die Creme benutzt, ja? Nee. Ah, Gott, dann hast du Shiitake-Pilze benutzt. Ach, nee. Okay, dann. Ich hab weg. Aber. Oh, fa. Oh, Lul. Nice. Nee. Kling. Nein. Ich glaube, ich bin da auf Konsistenzähnlichkeit gegangen. Okay, also. Zumindest von das, was ich mir vorstelle. Maronen? Also weich. Die Vorstellung von. Genau. Was stelle ich mir vor? Was stellt sich Jay vor, wenn er vorgekochte Maronen nutzen muss, aber. Was anderes Pilze. Findet. Paprika. Nein. warte, dafür hast du jetzt Tomaten benutzt. Nein! Wir haben nicht Tomaten. Vielleicht jetzt den Knollensellerie? Nein. Die okay, sind. Also, das ist halt nicht. Quasi. Ich würde sagen, das findet man. Also ich würde sie aus einer Konservendose kaufen. Den Ersatz. Kichererbsen? Geht in die richtige Richtung, ist aber falsch. Ananas. Erbsen. Gibt's aber auch getrocknet mit Sicherheit. Und dann hier, wie heißt das? Die roten Bohnen. Oh, du meinst Bohnen. Kidneybohnen? Kidneybohnen, genau. Oder Bohnen, oder? Kidneybohnen. Die gibt es immer in den Konservendingern. Oh, smart. Und die sind von der Konsistenz sehr ähnlich. Ja, ich habe da Bohnen benutzt. Weiße Bohnen, Kidneybohnen, das ist dasselbe. Ja, okay. Quasi, von der Konsistenz zumindest. Für Jay ist das dasselbe. Nee, ist es nicht, aber bevor ich auf Weih würde, ich auf weiße Bohnen kommen, glaube ich, so schnell, wenn ich Kidneybohnen wegstreiche. Mein nächster Ding wäre gewesen Schweinebohnen. Was? Das wäre kein Scherz gewesen. Die habe ich, glaube ich, noch nie gegessen. Es sind so richtig dicke, ja. Glaube ich. So richtig dicke Bohnen. Weiße Bohnen. Ja. Dicke weiße Bohnen sind drin. So, jetzt, was benutzt Jay für Barbecue-Rub? Komm. Christian. Curry-Gewürz-Ketchup. Ah, scheiße, ich wollte auch Ketchup sagen. Gute Hehler Curry Gewürz Ketchup, aka die Kindheit, nein. What? Das kann gar nicht. Tomatenketchup. Also den normalen. Meinst du, der ist das so? Weiß nicht, Gewürzketchup nein. Ist schon recht speziell. Ja, das stimmt. Ich war einfach so bei so einer, wie heißt das heute? Soße ungarischer Art. Heißt das, glaube ich, mittlerweile.
Nein. Dammit. Salsa. Nein. Ich sag mal so, geht mal eher auch in Richtung Gewürz. Boah. Statt halt Ketchup. Paprika. Senf. Nein. Dann sag ich Paprika-Gewürz tatsächlich. Schon nah dran, aber nein. Also das bin ich nah genug dran. Schon. Moment, jetzt, aber, pass auf, er hat jetzt Kreuzkümmel und Skoriander. Das kann sein. Wenn das halt ein Jahr später ist, mag ich vielleicht da auch Kreuzkümmel, aber... Kräuter der Provence. Nein. Dammit. Warte mal, was ersetzen wir gerade nochmal? Kannst du Barbecue-Rub. Barbecue-Rub. Ja, vielleicht durch Paprika, Pulver, Rosenscharf? Nein. Currypulver. Also nein, Curry. Ich sag mal so, das ist eine Gewürzmischung auch. Five Spices. Was auch immer das also ist, nein. Chinesisch nicht. Okay. Achso, du meinst die fünf Gewürzmischungen? Die fünf, ja, genau. Fünf Gewürz- nein, boah, Alter. Nee. Dammit! Hähnchengewürz, also so. Das wollte ich auch sagen, Scheiße! Oh, du bist so nah dran, aber nein. Ach komm! Ich muss ganz kurz meine Putzfrau bezahlen. Guck mal, Bram kann jetzt nicht klicken. Dann gebe ich wieder frei. In 3, 2, 1, jetzt. Ach komm! Gyros-Gewürz. Korrekt! Oh mein Gott. Oh, es war Gyros-Gewürz. Nice one. Ich wollte es ist auch fast sagen. Dasselbe. Wie oft habe ich jetzt gedrückt? Ist das halt einfach. Also, wir verteilen 75 Punkte insgesamt. Bei richtigen Antworten. Den Rest kann man sich dann zurechnen. Was? Das wird so gut. Was? Jetzt kommt. What the fuck, Alter? Ich weiß nicht mal, wann ich was, was ich das gemacht habe, aber was benutzt Jay für Thunfisch? Oh, Scheiße. Schweinefilet. Nein. Wels. Nein. Alter, als ob ich Wels kriege. Wann haben wir denn Thunfisch benutzt? Ich bin auch gerade lost, einfach nur. Oh. Schinken. Nein. Das war bestimmt fürs Sushi. Lachs. Vielleicht war das... Oh, das kann wirklich sein. Das war für Sushi. Was habe ich benutzt? Was benutzt stattdessen? Du benutzt... Gurke. Oh, aber das war dann ein guter Sushi, nicht der, der quasi in den Dosen ist, sondern ein guter Sushi, ein guter Thunfisch. Wir, nicht könnten der, da, ja. Wir müssten mal echt selber Thunfisch machen, so ein richtig geiles Thunfischrezept. Nee. Selber Thunfisch. Du meinst so ein Thunfischsteak braten? Ja, richtig. Ja, so Thunfischsteak Sesam. Ist awesome. Ist aber dann bitte lecker. Nicht mit. Das machst du aber mit frischem, oder? Ja, 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 klar, ja. Mit frischem. Okay, der ist besser. Der schmeckt wie Steak dann. Thunfisch ist richtig. Was hast du gesagt? Heilbutt. Nein. Ich frage mich, ob er einen wirklichen Fisch benutzt. Ich glaube, er hat keinen Fisch benutzt. Ich glaube nämlich auch. Was haben wir nochmal gekocht, Scheiße? Wie hieß das? Was wissen wir ja. Ich würde aber schon sagen, das kann man, also wenn ich das im Sushi finden würde, würde ich sagen, ist okay. Ja, deswegen sag ich Karotte. ich weiß nicht mehr, Fisch. Hähnchen. Habe ich auch schon mal im Sushi gesehen und gegessen. Ja, schmeckt auch sehr lecker. Surimi. Bäh. Nee. Wieso musst du da jetzt nachdenken? Das verwirrt weiß mich. Ich auch nicht. Was ist denn so ähnlich? Surimi ist ja... Du hast bestimmt hier Krabben benutzt oder sowas. Krabben oder nein. Sowas. Ah, ja, ist richtig nice. Ich habe eine Garnele benutzt. Ja. Also eine große Garnele. Also ja, Krabben. Das meinst du damit. Es gibt noch 10 Punkte zu vergeben. Oh, noch 2. Okay. Hui, ist richtig eng geworden hier. Das ist tatsächlich relativ eng. Was benutzt Jay für Rehfleisch? Okay. Oder Rehgeschnetzeltes wird's wahrscheinlich? Ich glaube, das war Wildschwein. Nein. Wir haben mal Wildschwein. Dann war das der Gegenpol. Du mochtest das nicht, weil das so wild, so intensiv ist, aber deswegen hast du dir ein schönes Stück Lamm geholt. Boah, Lamm ist weil auch intensiv. Selber auch sehr intensiv ist. Aber nein. Ja.
Okay, ach, dann ein schönes Stück Rind. Lass den nochmal weiter drücken. Nein. Okay, was? Schweinefilet. Nein. Ah gut, das hätte ich auch gesagt. Das hätte ich auch gesagt. Hühnchen. Nein. Hä? Ente. Kann ich nicht mehr essen. Nein. Kalb. Nein. Was gibt es noch für fucking Fleisch? Was benutzt Jay für Rehfleisch? Ein Schnitzel. Also nein. So ein komm, pass auf. Lachs. Why? Ja, keine Ahnung. Du bist doch hier der komische. Hey, was gibt denn ich noch? Bin der komische. Vielleicht habe ich einfach auch das. Vielleicht gab es das wirklich in Gießen nicht, sondern das was anderes. Strauß. Nein, ja, als ob es Strauß in Gießen. Känguru. Ja, was weiß denn ich? Wait, also, wir hatten Rindfleisch. Wir haben Rind, schon Schwein. Okay, wir hatten Schweinefilet aber nur. Vielleicht ist es ein anderes Schwein. Nee, ich hatte auch Schweineschnitzel. Schweinefleisch. Ja, Schweineschnitzel hattest du auch. Wow. Schweinefleisch. Komm. Was gibt es denn noch Schönes? Dann. Was benutzt Jay statt Reh? Oh. Statt Reh. Galloway. Galloway. Das ist immer noch ein Rind. Ah, das hast du runtergefasst. Ja, das wusste ich ja nicht. Ja. Yeah. Dann. Unterscheidest mir du. Mir reicht die Tierart. Ochsenfleisch. Vogel. Mir reicht die Tierart und damit nicht die Tiergattung. Wie also Vogel. Warte mal, wir hatten jetzt Rind, Schwein, ja, wir hatten Schwein, Ochse, wir hatten Hähnchen. Hähnchen. Kalb, Ente. So langsam gehen einem die Tiere aus, die man essen kann, oder? Also zumindest hier ja, in Gießen. Aber Strauß. Das gab es in Gießen. Ich hab's in Gießen gekauft. Känguru. Irgendwas Dummes übersehen wir gerade, glaube ich. Er hatte nicht Reh, sondern Hirschfleisch oder hattest sowas. Hattest du Putenfleisch? Hirsch? Oh mein ja. Gott. Ich hab's auch hatte Hirschrücken. Oh mein Gott. Ja, okay. Das finde ich jetzt traurig. Dass ich halt einfach nur statt Rehfleisch hat die halt nur Hirsch. Da kann ich ja auch da nichts dann für. Nee, da hast du auch recht. Das ist auch nicht deine Schuld. Aber enttäuscht bin ich trotzdem. Was benutzt Jay? Letztes Ding. Ja, es geht vermutlich um den letzten Platz. Was benutzt Jay für Kaktusfeigen? Scheiße. Kräuter der Puffo. Ich dachte mir, einmal kommt's vor. Oh ja, ich weiß. Pflaumen. Oh scheiße, würde ich auch sagen. Oh, ist aber gut, Pflaumen. Datteln. Oh, Datteln ist auch gut. Okay, gibt es noch andere Feigen außer Kaktusfeigen? Ist das der Trick hier gerade? Ich hoffe nicht. Ich sag mal so, Feigen. Ich gehe durch... Ich habe nämlich auch damals keine Kaktusfeigen bekommen. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Also auch nicht getrocknete Feigen. Nein, nein, nein. Okay. Pfirsich. Nein. Also ich gehe durch einen gut aufgeräumten Supermarkt zur richtigen gut Zeit. Gut aufgeräumt, natürlich. Gut aufgeräumt mit einer guten Obsttheke und dann kriege ich das, was ich gekauft habe. Ja, und zwar statt den Kaktusfeigen. Boah, eine saure Gurke. Ja gut, das ist ja meist zusammen auch Gemüse, ne? Also das ist ja dann... Scheiße, was sag ich denn jetzt? Ich muss ehrlich gesagt sagen... Maracuja. Hä, was nimmt man denn dann da? Gut. Statt einer Kaktus. Ich gucke mal, ob das ein wenn du gutes Sortiment hast, dann redet der jetzt ja nicht von irgendwas Billigem wie eine Gurke, sondern was, schon irgendwas... Was ist denn Peter immer noch so... Litschi. Ich gucke gerade, ob das ein Obst oder ein Gemüse ist. Ich tippe auf Obst. Okay. Sternfrucht. Oh. Birne. Apfel. Ja, komm, das ist doch. Ihr seid so Schweine, ne? So Kiwi. Was? Ja, genau, Moment, was musst du nochmal setzen? Wir hätten ja genau Kaktusfeige. Ey, Kaktusfeige. Kiwi kommt doch zumindest von dem Zitronigen. Oh. Ja, komm, mach falsch. Zitrone. Limette.
Weintrauben. Ich gehe gerade meine Obstabteilung. Ey, ich finde hier nicht, ob das ein Gewürz ist. Avocado. Ob das ein Obst oder ein Gemüse ist. Alter, was soll denn da noch sein? Könnte auch noch ein Gemüse sein. Da sind noch ganz viele weiß ich halt nicht. Grapefruit. Ja, Grapefruit ist ja offensichtlich. Granatapfel. Hierzulande als Obst. Orange. Wo ja, ist das? Kann ich auf jeden Fall googeln, ob das vielleicht Gemüse ist. Aber ursprünglich, also eigentlich ist es Gemüse. Wahrscheinlich Gemüse. Aber was war denn das nochmal? Aber in Deutschland würde es eher als Obst. Ich glaube, das ist eine Gurkenmelone. What the fuck? Warte mal, was essest du nochmal? Feige! Kaktusfeige! Eine fucking Kaktusfeige! Und wir hatten schon Datteln und so ein Shit. Oh. Jetzt kommt das. Kastanien. Als ob ich Kastanien kriege. Ich gehe mal zum selben Supermarkt. Ja, stimmt, vielleicht hast du die auch wieder mit so einer Creme ersetzt. Ingwer. Nein, ihr habt das doch gesagt, ich hab das aus der Obst- oder Gemüseabteilung. Ja, das ist bei mir in der Obst- oder Gemüseabteilung. Ja, aber ihr habt das noch nicht genannt, was ich benutzt habe. Ja, Ingwer hatten wir auch noch nicht. Also, ja, das stimmt. Was könnte er denn meinen? Was liegt denn da noch so rum? Ja, nähert sich nicht so ähnlich aus. Pepperoni. Pepperoni. Das war, glaube ich, ursprünglich war die Kaktusfeige so als Grund... Ich glaube, so ein Grund, so ein Grundstoff für eine Soße oder sowas. Dass du quasi so ein bisschen was an Substanz in der Soße hattest. Glaube ich. Haben wir die nicht irgendwie mit Zucker gebraten und dann Paprika? Zum Essen? Er musste überlegen. Nein. Haben wir die mit Zucker gebraten? Ich meine, wir haben die mit Zucker gebraten, aber vielleicht hatten wir auch schon mehr als einmal Feige. Aber ich kann mich an ein Gericht... Kann gut sein, dass es das ist, ja. Aubergine. Alter. Ja, Zucchini. Ja, scheiße, das wollte ich jetzt auch sagen. Alter, so langsam geht das Regal alle. Ja, scheinbar gibt's das wohl in Düsseldorf oder in Berlin nicht. Ein Kürbis. Da gibt's doch ganz viele Sachen, genau. Melone. Und ich meine jetzt alle, also zumindest was weißt du, da mit Vornamen, also Wassermelone, Honigmelone, brauche ich nicht. Okay, gibt's doch schon Melone, Melonenbirne. Banane. Okay, komm, ich gebe euch jetzt doch einen Tipp. Es gehört zu den Melonenbaumgewächsen. Aber Melone war falsch. Ja, ja, das ist aber wirklich falsch. Die komische also Frucht, die wir hatten, Salatmelone da, Melonensalat. Das Ding, was wir da Melonensalat, die gute alte Melone. Die guten Melonensalat, die ich in der Gurkenmelone. Genau, die Gurkenmelone, so. Nö. Nö, leck mich doch. Weißt du, was er wird zu. Der größte Produzent ist Indien. Erdbeeren, ach so. Gehört zu den Melonen. Heidelbeeren. Also gehört zu den Melonen. Ja, was weiß denn ich? Ananas. Fuck you. Kokosnuss. Oh nein. Okay, was kann ich euch hier noch so... Ja, aber der tut auch nix. Ich das wollte, dass ihr das unter euch ausmacht. Die Wildform. Das war super knapp. Kommt vom südlichen Mexiko bis Costa Rica vor. Die Kulturform ist eine wichtige tropische Nutzpflanze. Okay. Ja, immer noch anders. Wurde 2008 die fünfte Pflanzenart, deren Genom komplett sequenziert wurde. Oh, scheiße, jetzt hab ich einfach gedrückt. Tomate. Ich würde sagen. Weintraube. Das hatten wir schon. Ja, wir haben schon 30 Sachen gesagt. Die Grundfarbe dieses Produktes ist orange. Papaya.
Ah! Was? Okay. Es ist die Papaya, Papaya. Oh mein Gott. Coconut Banana. Ja, oh mein Gott, ja. Alter. What the fuck? Okay, das war lustig. Alter Vater. Ja, 75 Punkte konnten vergeben werden. Herzlichen Glückwunsch. Alle haben alle mal richtig geantwortet, natürlich. Ja. Denn Christian belegt den dritten Platz mit 80 Punkten. Vor Bram mit 88 Punkten. Ja, aber hey, guck mal. Immer damit 170. Von 75 Punkten, die wir durch richtige Antworten erreichen konnten, ja, habe ich 80 geholt. Also, ja, stark. Das ist schon deswegen, also muss ich schon sagen, das ist schon eine krasse Sache. Ja, und ich habe bestimmt noch ganz viele alle tolle weitere Sachen, die ich ausgetauscht habe. Das war auf jeden Fall lustig. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.